Hast du es schon? Madeleine, warte. Ah. Really? Geschafft. Theo, alles okay? Ja. Warte mal einen Moment. Klar, warum nicht? Ich hab's ja nicht eilig. Wir sind ja ganz gemütlich unterwegs. Eine Gondel. Ich wollte schon immer mit einer fahren. Sieht ziemlich alt aus, aber vielleicht funktioniert sie ja noch. Ich sehe keinen anderen Weg, über diese Kluft zu kommen. Auf geht's. Na dann, auf geht's. Dieser Hebel scheint wichtig zu sein. Say. Wow. Wie immer, locker und leicht. Ich war in einem vergangenen Leben wahrscheinlich Gondelfahrer. Glaubst du, dieses Ding ist sicher? Ich bin sicher, es ist in Ordnung. Wie ist das mit Oshiro ausgegangen? Ach, du hattest recht. Ich hätte nicht versuchen sollen, ihm zu helfen. Ich sag's ja nur ungern, aber das hab ich dir ja gleich gesagt. Ah ja. Ich hätte auf dich hören sollen. Es ist nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Die Luft ist hier so dünn. Ich kann kaum atmen. Das ist bei Höhe so, ne? Da wird die Luft dünn. Okay, wenn wir auf diesem Ding kein Selfie hinkriegen, werden wir es bereuen. Ich kann durch den Nebel nicht einmal den Boden sehen. Wie hoch sind wir? Weniger Panik, mehr Pose. Oh, what? Was war das? Sieht aus, als steckten wir fest. Das ist echt übel. Mal sehen, ob... Oh, oh. Nun, das ist nicht gut. Oha. Nein, das ist wirklich nicht gut. Madeleine, alles okay? Ja, ich kann nur... Nein, nichts ist okay. Ich kann nicht atmen. Was ist eine Panikattacke? Wie konntest du nur denken, mit diesem Ding zu fahren wäre eine gute Idee? Komm schon, jetzt lass dich nicht an mir aus. Hör einfach kurz zu. Oder wackelt gehörig. Mein Opa hat mir da einen Trick beigebracht. Mach die Augen zu. Stell dir vor, vor dir schwebt eine Feder. Siehst du sie? Okay. Dein Atem lässt diese Feder weiter schweben. Atme einfach langsam und gleichmäßig. Ein und aus. Ah, ich muss das da drin halten. Okay. Ja, das ist das Ein- und Ausatmen. Also ich steuere die Feder quasi gerade hier mit X. Okay. Er spielt so ein bisschen mit Panikattacken, ne? Ah, jetzt hat das Vibrieren aufgehört. Angst, Panikattacken. Die Höhe. Habt ihr Höhenangst? Siehst du? Wie immer locker und leicht. Tja. Zack. Angekommen. Fühlst du dich besser? Ich glaube schon. Danke, dass du mir geholfen hast, mich zu beruhigen. Woher wusstest du, dass wir uns wieder bewegen würden? Oh, ich hab gedacht, wir wären erledigt. Oh, mein Gott. Aber schau dir dieses Selfie an. Okay. Klar. Läuft. Kapitel abgeschlossen. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Ach, nur 149 Tode, ja. Dann, wenn es sonst nichts ist.
Bevor wir ins nächste Kapitel einsteigen. Ah. Und. Brauche ich ein bisschen was zu trinken? Gut. So, einen Moment da. Da waren wir gerade. Was ist das nächste? Wo kommen wir hin? Spiegeltempel, okay. Spannend. Wusstest du schon, die meisten Kletterunfälle passieren durch Erschöpfung. Denk daran, regelmäßig Pausen einzulegen. Okay. Oh Mann, schau dir diesen Ort an. Bist du auf Abenteuer? Ich weiß nicht. Sieht ziemlich finster da drinnen aus. Mehr wie ein Albtraum als ein Abenteuer. Ich schau kurz rein. Mach ein paar Fotos. Dieser Ort muss uralt sein. Theo, warte. Meine Instapix-Anhänger werden begeistert sein. Ja. Damit bringt man sich am häufigsten in gefährliche Situationen, wenn man einfach nur auf seine Follower achtet auf Instagram und einfach ein cooles Bild noch schießen will und den Abgrund vor einem übersieht. Das kann einfach nicht gut gehen. Richtig. Das sehe ich ganz genauso. Okay. Okay. Immer wenn ich den hier mache, kommt das. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Da rechts hoch? Da links hoch. Darum. Ah, okay. Oh je, Spiegel. Oh. Oh. Das ist Theos Handy. Ach so, oh. Schwierig. Keine Panik, Madeleine. Vielleicht ist es einfach nur aus seiner Tasche gefallen. Ich werde es ihm zurückgeben, wenn ich ihn finde. Ja, ich würde sagen, das ist ihm nicht einfach nur aus der Tasche gefallen. Irgendwie habe ich da ein ganz ungutes Gefühl bei. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da! Da geht's doch rum. Okay. Dann. Das sind nicht solche blauen Bubbles. Oh, okay. Aber ist das von meinem Einfallswinkel abhängig? Hallo? Alter, wo bin ich hier? Oh. Okay, Erdbeere. Ich lasse dir jetzt einfach mal hier außen vor. Sagte er und versuchte die Erdbeere zu fangen. Okay, da komme ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Nein! So weit wollte ich nicht. Ah, das. Okay, das hat mich auch erwischt. Ich dachte nicht so weit. Das ist ja gemein. Mist. Okay, warte, ich hänge mich da an die Wand links. So. Muss direkt zum Stehen kommen. Das ist auch wieder nur von Erdbeere, aber ich muss die Mechanik. Thank you.
ganz kurz verstehen. Dass wir wenigstens eine Erdbeere gefunden haben. Ist ja auch was wert. Ich habe eine Errungenschaft hier. Okay. Also ist immer vom Einfallswinkel quasi abhängig, in welche Richtung das geht. Okay, da ist wieder eine Erdbeere. Moment, die will ich jetzt aber... Will ich die? Bin mir nicht sicher, ob ich sie will. Um ehrlich zu sein. Hä? Moment. Kann mich nicht mehr durch. Egal. Oh. Okay. Da komme ich auch noch nicht durch. Ich bin noch ein bisschen verwirrt insgesamt. Wenn ich gehe da rein, kann ich auch von hier? Okay. Okay. Ich kann in die Dinger rein und dann die Richtung bestimmen. Okay. Aber was bringt mir das in dem Fall? Nicht so viel. Muss ich da oben lang? Aber ich kann da ja nicht. Ich komme da ja nicht. Okay, ich kann das Ding direkt verlassen, indem ich so ein... Aber ich habe ja nur einen Sprung. Also es macht mir... Ich kann da ja gar nicht durch. Ich komme da höchstens zurück. Also muss ich da unten lang. Alter, ist das verwirrend. Das ist nur eine Erdbeere. Was ist hier? Auch nur eine Erdbeere. Okay, aber die kriegt man, oder? Ah, ich darf nicht. Okay. Nee, und dann runter. Okay. Zu spät. Es ist nicht so schwer. Es ist nur Timing. Nur Timing. Nur Timing. Gar kein Problem. Nur Timing. Nur Timing! Lass mich doch da raus. Komm. Das war dumm. Okay, jetzt. Alter. Hier die Erdbeere. Zu früh. Zu spät? Alter. Okay, noch 5 Versuche. Okay, noch 4. Hm. 3? Shit, das zählt nicht. Ich bin doch gar nicht rausgesprungen. Ja, easy. Gar kein Problem. Nichts leichter als das. Okay, da war ich vorhin auch schon, da habe ich eine Erdbeere geholt. Nach unten. Was gibt's hier unten? Tod. Mhm. Okay, diese Tür habe ich geöffnet. Gar kein Problem. Da gibt es noch eine Erdbeere. Ach, Dreck, ey. Ah, ah. Will ich nicht. Ist mir jetzt zu doof.
die Erdbeere zu holen. Aber wo muss ich denn lang? Moment. Nee, ich muss da... Da muss ich doch aber auch irgendwie... Kann ich da... mich da dran festhalten nochmal? Ja, easy. So, offen. Geht's da weiter? Vielleicht, ne? Okay. Ah, okay. Das macht keinen Sinn hier. Scheiße. Das ist aber auch nur für eine Erdbeere. Ich will die Erdbeere nicht. So schön Erdbeeren auch sind. Ich will irgendwie weiterkommen. Also geht's da unten doch nirgends weiter. Kann das sein? Aber wo dann? Ich komme ja hier nicht. Ich komme hier nicht hoch. Ist, oder war ich da? War ich da rechts noch nicht? Moment. Doch, hier war ich schon. Da war das hier. Wie kriege ich das Ding auf? Gedacht, vielleicht mit dem Ding. Was brauche ich? Brauche dafür irgendeinen Schlüssel. Ich fürchte leider, dass das Ding... Was ist da los? Na gut, nee, das brauche ich. Brauche ja... Wie komme ich denn da hoch? Warum komme ich da nicht hoch? Ich kann mich da denn nirgends festhalten. Das heißt, mir fehlt da ja irgendwas. Oder sehe ich das falsch? Das geht nicht. Hä? Ich häng fest. Wahnsinn. Es muss da oben ja irgendwie weitergehen. Das unten ist nur... Oder kann ich da... Warte mal. So! Ah! Ich hab mich schon gefragt, warum, wozu das Ding ist. Aber jetzt hab ich's. Okay. Ja. Okay. Wo geht's da links lang? Wahrscheinlich nur zu einer Erdbeere, oder? Komme ich da wieder zurück? Egal. Nein, nein, ich war fast dran. Nee, komm. Scheiße, wie komme ich hier wieder zurück? Nein? Moment. Dreck!
gefangen. Nee? Ah, ich muss vielleicht, ich muss dann Schwung mitnehmen. Hm. Ja. Easy. Okay, wie komme ich jetzt da durch?